Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Etwas kürzer als sonst dieses Video. Ich habe herausgefunden, wie Season 3 heißen soll, beziehungsweise das Motto von Season 3 soll Fire and Ice heißen. Das passt ziemlich zu den Box-Sets, die ich euch letztens vorgestellt habe. Feuer für Bloodhound für den Skin und Eis für den Engel von Lifeline. Finde ich ziemlich zutreffend, das könnte vielleicht so ein bisschen... die Werbestrategie von diesen Boxsets sein, könnte ich mir vorstellen. Also wie gesagt, Feuer und Eis oder Fire and Ice soll das Motto der dritten Season sein. Dann wurde noch etwas geleakt, und zwar eine weitere Waffe, die wohl eventuell in Season 3 ins Spiel kommen soll. Die Waffe nennt sich Vault SMG, kommt auch aus dem Titanfall-Universum. Ich zeige euch die Waffe hier mal. Zack. Die sieht sehr, sehr geil aus. Ich habe mir jetzt die Mühe aber gespart, das schön auszuschneiden, damit man diesen schwarzen Hintergrund nicht hat. Ich mache das mal hier ein bisschen größer. Also ich finde, die Waffe sieht sehr, sehr geil aus. Ja, das ist auf jeden Fall eine SMG, also quasi eine MP, die ins Spiel kommt, denn es werden Gerüchte laut, ich mache das Bild mal wieder weg, es werden Gerüchte laut. Ich habe euch von der Charge Rifle erzählt, die ja auch schon bestätigt wurde in Season 3. Jetzt soll es wohl angeblich so sein, dass das tatsächlich eine Loot-Drop-Waffe ist, quasi aus so einem Airdrop. Ob das jetzt nun tatsächlich stimmt, das weiß man nicht. Ich gehe ja immer noch fest davon aus, dass diese Waffe nur im PvE-Modus, der ja auch in Season 3 starten soll, nur für den PvE-Modus ist. Ich habe darüber berichtet, ihr erinnert euch vielleicht diese Goliath-Mission, wo man ein spezielles Riesenmonster platt machen muss. Und es soll wohl angeblich so sein, dass man vielleicht nur mit dieser Charge Rifle, eine spezielle Energiewaffe, diese Riesenviecher plätten kann. Ich würde es sehr, sehr schade finden, wenn die Waffe, die Charge Rifle, eine feste Waffe im Spiel wird, was nichts mit dem PvE zu tun hat, dann würde ich es schade finden, wenn es wieder so eine Airdrop-Waffe ist, wie die Elster. Die Elster war schon mega fail, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich das Gerücht um diese Vault SMG richtig, richtig geil. Es wurde auch nochmal von dem Evolving Body Shield, also quasi die fünfte Stufe des Body Shields, davon habe ich auch nochmals gelesen. Also die Gerüchte werden auch immer lauter, dass auch eine neue Rüstung dazu kommt. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Da hat mich ein Abonnent draufgebracht, mir ist es aber selber auch schon aufgefallen. Man findet in Apex Legends an zwei verschiedenen Orten Monitore, einmal im Labor und einmal, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Platz heißt, in der Nähe vom Repulsor ist ja so ein Steg über so einem Abgrund. Da sind auch Monitore und da ist ein Ladeprozess. Gestern habe ich gestreamt, da war der Ladeprozess bei 47%. Der steht jetzt bei 62% und ich gehe davon aus, wenn der auf 100% in wahrscheinlich 4-5 Tagen sein wird. Also ich gehe jetzt übrigens davon aus, dass es auch irgendwas mit Krypto zu tun haben könnte. Ich bin der festen Überzeugung, dass da irgendwie die Drohne erscheinen wird. Darüber habe ich auch schon mal berichtet. Ihr wisst vielleicht noch von dem Laptop, der kurz vor Season 3 ins Spiel gefunden hat, kurzzeitig mal. Und so, es gab ja in den Quellcodes vom Spiel, hat man schon animierte Bilder von der Drohne gesehen. Und ich gehe davon aus, dass die vielleicht irgendwo im Labor auftauchen wird. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder von den Monitoren. Die habe ich jetzt gerade mal noch schnell für euch aufgenommen. Da werde ich sicherlich einiges, was ich jetzt erzählt habe, doppelt erzählen im Labor. Nehmt mir das nicht für übel. Das soll es dann auch soweit schon gewesen sein. Ich zeige euch jetzt die Bilder. Das war es dann von mir. Macht's gut. Ciao. Und natürlich einen Daumen da lassen für das Video. Würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Und ein Abo, wenn ihr neu seid und keine Infovideos verpassen wollt. So, das ist die erste Stelle, wo einem die Bildschirme auffallen. Ich habe gestern gestreamt, da waren wir bei 47%. Heute ist der 12. September, wir sind bei 62%. Jeden Tag so um die 15%. Da sollten wir in 4-5 Tagen allerspätestens, sollte hier 100% stehen. Was dann genau passiert, wissen wir nicht. So, ich gehe jetzt mal noch, Quatsch, nicht so laut. Ich kämpfe mich jetzt mal noch ins Labor. Das sind noch solche Monitore und da sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind hier im Labor angekommen, wo das Portal endet. Und hier hängen auch 3, 4, 5, 6 Monitore, die alle dasselbe zeigen. Was im Endeffekt passiert, wenn das auf 100% steht, weiß man wie gesagt nicht.
Ich denke aber, dass es irgendwas mit Krypto zu tun hat. Man munkelt ja, das hat man in den Dataminer-Leaks schon gefunden, dass das irgendwas mit der Drohne von Krypto zu tun haben könnte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Drohne auch hier in diesem Labor zum ersten Mal wahrscheinlich auftaucht. Das ist zumindest meine Vermutung. Das war's soweit erstmal vom Labor.